Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bloodborne. Wir befinden uns im Kathedralenbezirk und gehen jetzt immer weiter. Wir sind das letzte Mal ja nicht ganz runtergegangen, da wir doch so viele Blutöches hatten, dass wir ein bisschen, oder dass ich ein bisschen panisch wurde, dass ich die alle verliere. Oh nein. Okay. Da ist noch einer. Okay. So. Nehmen wir mit die Blutlöcher. Ja, die wandern immer automatisch in unser Lager. Also wenn ihr dieses kleine Symbol neben dem Blutlöcher seht, wundert euch nicht. Das landet immer meistens im Lager. Beziehungsweise meistens eigentlich immer im Lager. Und das können wir uns natürlich nachher holen, wenn wir Lust haben. Aber es wird auch automatisch aufgefüllt. Guck mal hier, hier liegen ein paar Sachen, die ich verloren habe beim letzten Mal. Gestorben bin. Mal ganz kurz, das wechselt ein bisschen. So, wir bekommen jetzt nicht so viele, aber. Jetzt sollen wir ihn da hinten mal anlocken. Das ist natürlich dumm, jetzt habe ich alle angelockt, obwohl. Einen blöden Köter, also die Hunde sind die gefährlichsten Gegner eigentlich. So, weil bei den Hunden ist das so, wenn die machen so komische links-rechts schräge rechts-links Bewegungen und das nervt wirklich sehr dermaßen. Was war der? Den haben wir noch. So, jetzt sind wir auch schon wieder da, wo wir hin wollten. Links und rechts hatten wir alles abgegrast. Hier haben wir ja das aufgemacht. Und ganz kurz gucken, ob hier noch ein Gegner ist. Nicht, dass wir jetzt gleich angegriffen werden hier. Da sitzt er, steht er nämlich schon. Ja, nicht, dass er uns von hinten angreift. So, jetzt gehen wir runter in den Keller. Und da wissen wir ja schon, da ist ein Werwolf. Das heißt, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Gucken. So, der Werwolf war hier unten. Gucken wir, dass wir den gut erwischen irgendwie. Da steht das Viech. So. Aber den so kriegen ist natürlich nicht schlecht. Dann hat er auch keine Chance gegen uns. Bestienbluttablette. Was immer das ist. Was ist denn die Bestienbluttablette? Riesiger Arzneikugel, die kurzzeitig Bestium verleiht. Großes Arznei wahrscheinlich aus geronnenem Bestienblut von den Heiligen Kirche wegen der unklaren Herkunft verboten. Gewährt einen Schussbestientum. Wenn man seine Gegner zerreißt und ihr Blut auf eine niederregelt, wird das eigene Bestium belebt, so wie. Ah, okay. Müssen wir mal ausprobieren. So, ich habe auch. Ich habe ja auch eine Fackel. Vielleicht kann ich ja mal ein bisschen Licht machen. So, legen wir hier mal die Fackel hin. Ach, die habe ich bestimmt ins Lager gepackt. Ich depp. Na gut, müssen wir nächstes Mal wieder rausholen. Könnte man natürlich jetzt hier einfach hinpacken. Ne, hier ist die Fackel, siehst du. So, dann haben wir ein bisschen Licht. Ist ja auch schöner, ne? Oh, man kann auch ein bisschen damit. Doch noch mal so eine andere. Kann man die auch benutzen? Warte mal. Das ist auch so eine kleine Lampe noch, oder nicht? Hätte ich die auch benutzen können? Nein, anscheinend nicht. Na gut. Jetzt geht es mal weiter. Obwohl jetzt so viel Licht brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Man sieht ja trotzdem vieles. Aber wir gehen mal auch trotzdem mal kaputt hier, damit es irgendwas entgeht. So. Okay, jetzt geht es hier weiter runter. Oh, oh, nicht den Runterfall. Eine Leiter. Ah. Kann man wieder hochgehen, aber da kommt man nirgendwo hin, ne? Doch, da liegt jemand. Gut. Gegengift. Gegengift. Also, wenn es hier
Gift gibt, dann gibt es hier wahrscheinlich auch Gegner mit Gift. Deswegen legen wir das Gegengift gleich mal hinten auf die Schnell-Taste. Genau. Dass wenn was ist, dass wir uns auch gleich heilen können. Ach, perfekt, hier ist eine Lampe. Die nehmen wir doch mit, die Lampe. Sehr cool. Traum des Sieges ganz richtig. Und wir haben jetzt 400.000, das heißt, wir könnten auf jeden Fall. Oh, hier liegt jemand. Kräftiger Blutcocktail. Also, wir können auf jeden Fall uns nochmal. Nochmal zurückbeamen und vielleicht. Und vielleicht ja nochmal gucken, ob wir. Ein Level aufgehen können. Das können wir bestimmt. Da ist eine Tür. Gucken wir erstmal hier, was in diesem Raum noch ist. Nicht, dass wir irgendwas verpassen. Von da sind wir gekommen. Hier war auch nichts mehr. Was leuchtet denn da? Was leuchtet? Das war nur irgendwas Nasses auf dem Boden. Na gut. Ja, dann gehen wir hier durch die Tür. Wenn man die aufmachen kann überhaupt. Die Stadt ist längst verlassen. Jäger sind nicht erwünscht. Tür öffnen. Okay, mach da. Altjanem. Okay, sind wir angekommen. Ah. Hier da, Jäger. Habt ihr die Warnung nicht gesehen? Kehrt sofort um. Altjanem, niedergebrannt und von Menschen verlassen, ist jetzt die Heimat der Bestien. Sie sind keine Gefahr für die da oben. Kehrt um, oder der Jäger wird gejagt. Wer war das denn? Wer war das denn? Das müssen wir gucken. Ups, das war mein Handy. Das soll natürlich nicht passieren. Passiert aber zwischendurch. Gut. Machen wir weiter. Gucken wir weiter hier. Hier liegt jemand. Das sammeln wir mal ein. Blutfiolen. 6 Stück. Heieiei, da haben wir mal eine Menge. Und gern so weitergehen. Ah, da ist ein Gegner. Okay. Das ist auch so eine Art Werwolf oder so. Eieiei. Okay, der haut ein bisschen rein, aber auch nicht so viel. Mal gucken, ob hier hinten auch noch was ist. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Hier hinter dem liegt da vielleicht noch jemand. Nee, da ist nix. Da brennt noch jemand. Was? Oh, was denn? Okay, das haut ab von uns. Nun gut, können wir nichts ändern. Kommen wir nicht hoch. Oder liegt eine Leiche oben, hab ich gesehen. Gut, dann müssen wir da. Weiß ich nicht, wie wir da hinkommen. Wenn man das war, ist es weg. Können wir hier runter? Ach, hier, können wir hier hoch, okay. Nee, können wir nicht. Ach scheiße, muss ganz runter. Ach, hier liegt auch jemand. Okay, sollen wir das erstmal ein? Blutsteinscherbe, okay. Hier aufs Dach uns fallen lassen. Funktioniert. Kommen wir noch nicht hin, ne? Wir müssen da noch weiter runter. Kommen wir hier noch weiter runter? Kommen wir hier runter? Oh. Ach, jetzt, das war so ein. Wie bei Diablo, wie bei Dark Souls, diese komischen. Wie heißen denn die nochmal? Wie heißen die nochmal? Ja, diese Dinger mit den Diamanten auf dem Rücken. Wahrscheinlich war es Sonnenviech. Ich weiß es nicht. Nun gut. Geht's hier weiter runter? Yes. Hier auch. Ah, guck mal. Da ist auch ein Gegner. Ah, da kommt noch einer. Oh, schon weg hier. Eieiei. Ich glaube, der macht ein bisschen Schaden, aber ich konnte es jetzt nicht sehen. Hier leuchtet doch was, genau. Eine Jägerfackel, okay, nehmen wir mit. War da durch? Ne. Okay, eine neue Art Gegner hier irgendwie. Ein bisschen eklig sind die. Mehr ist hier gar nicht, ne? Doch, hier ist noch ein Tunnel. Oh, hier ist auch nichts drin. Hier.
wahrscheinlich nicht hin, oder? Fällt mir richtig tief runter. Obwohl, es gibt noch einen Weg hier. Hier. Nee, kann ich auch machen. Wie weiter kommen wir hier? Diese Leiter irgendwo? Nee. Dann gucken wir uns das nochmal an. Hier kann man da runterspringen. Ey, cool, ganz. Ah, okay, man kann da auffallen. Dann hier runter auch. Ah, okay. Hier ist eine Tür, die machen wir auf. Und beim nächsten Mal machen wir die auf. Doch blöd. Das ist auch blöd, dass man die nicht aufmachen kann, oder? Ach, guck mal, jetzt sind wir hier bei der Leiter. Wo ich gerade eben nicht weiterkam. Na gut, dann gehen wir da mal hoch. Okay, das ist eine kleine Leiter. Man nennt sie auch die Endlosleiter. Weil sie endlos ist. Ja, cool, wenn man doppelt klicken könnte, dann könnte man ein bisschen schneller hoch rein auch. Hätte auch was. Was finden wir bei ihm? Kaltblutau. Na gut. Hier können wir runterspringen. Weil unten denn alles, haben wir unten denn alles erforscht. Und dann noch irgendwo anders hin. Ich weiß, müssen wir mal gucken. Jetzt alles haben. Schauen wir da. Gehen wir schneller. Wo waren wir jetzt überall? Da gab es ja noch irgendwas, was wir nicht gesehen haben. Kann ja gut sein. Muss irgendwas hier. Hier können wir nicht weiter. Die Tür kriegen wir nicht auf. Ne. Mehr ist hier nicht. Gut. Müssen wir leider die Endlosleiter nochmal hochgehen. Ja, das macht Spaß. Und los geht's. Dumm, 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 dumm. Hat ein bisschen was von Lemmings, wenn er hier hochläuft. So. Sind wir schon oben? Super. Und dann hier runter. Achso, dann sind wir wieder hier. Okay. Also da geht's nicht weiter. Hier noch irgendwas? Nein. Dann gehen wir nach oben. Da sind wir gekommen. Wir haben 4.500, knapp 5.000 Echos, aber naja. Wir gehen trotzdem einfach weiter. Okay, so. Wo wir alles eingeht, oder? Ah! Ach du Scheiße. Ah, guck mal. Eieiei, haben wir Glück gehabt. Wenn die nochmal rechtzeitig erschossen haben. Gerade beim Move. Das ist das Gute, wenn er in seinem Move ist, dass da nichts passiert. Die sind ja in diesen Wolken drin gewesen, in diesem Rauch hier. Diese Viecher. Oh, da war er. Den habe ich nicht gesehen. Scheiße. Oh, aber warte mal, den kriegen wir nochmal. Okay, die sieht man wirklich nicht. Die sind in diesem Qualm versteckt. Das ist wirklich fies, muss ich leider zugeben. Immer noch ein bisschen vorsichtig herum. Da hinten ist noch so eine gruselige Gestalt. Jetzt mal hier rechts rum, dass hier nicht noch einer liegt. Oh, da liegt nämlich einer. Sehr gut. Oh, ich dachte, da steht ein Gegner oder so. Okay, Blutsteinschäbe schon wieder zwei. Also wir können richtig aufleveln hier. Später unsere Waffen. Das ist natürlich ganz cool. Allerdings können wir diese Waffe hier nicht mehr aufhören. Dafür brauchen wir Zwillingsblutsteine. Eventuell kann man die ja irgendwie auch machen. Das weiß ich natürlich nicht. So, da ist noch so ein anderes Viech. So. Kaltblutau. Super. Okay, mehr ist hier auch nicht. Gab es hier noch einen Weg nach oben irgendwo? Kann man da reingehen? Hab ich gar nicht drauf geachtet. Tatsächlich nicht. Ach, hier geht's runter. Okay. Das habe ich nicht gesehen. So.
ein geschickter Jäger. Erfahren, gnadenlos, dunkel von Blut. Oh, viele von diesen Viechern hier, da. Einsammeln. Nee, nee. Heieiei. Ja, man konnte nicht mal den Text richtig lesen. Weil er sagt, ich bin geschickter Jäger. Ja, danke fürs Kompliment. Aber naja. Hier wieder runter? Da kann man tatsächlich runter. Boah, ich weiß nicht, ob wir runter sollen. Erstmal gehen wir hier oben alles angucken. Und darum muss ich euch aufhalten. Was? Wieso? Ah! Oh, was zieht da denn? Alter, was macht er denn da? Was hat er denn da oben? Sehen von hier. Hat er da eine Gun, so eine Gatlin Gun oder so ein. Heieiei, okay. Schießt er die ganze Zeit auf uns? Ach, das tatsächlich. Okay, oder an dem vorbei. Könnte ja nur laufen, was wahrscheinlich, ne? Okay, gut, dass hier ein paar Dinger sind, wo man sich verstecken kann. Dann schießen können wir ja nicht auf ihn. Dann müssen wir wahrscheinlich doch hier hinten runter. Machen wir jetzt mal. Hier liegt eine Leiche. Noch eine Blutsternscherbe. Sehr gut. Okay, da ist irgendwie so ein Viech drin. Noch einer? Nee, gut. Eieiei, okay. Gibt wahrscheinlich einen anderen Weg drumherum, damit man diesen Gatling-Typen da nicht nochmal gegengibt. Gut zu wissen. Okay, der schießt schon wieder auf uns. Woran kann er das denn sehen? Okay, jetzt kommen wir hier hoch, okay. Wieder an gleichen Stellen wie vorhin. Können wir an ihm vorbeilaufen? Also wir müssen vielleicht geradeaus laufen. Ich weiß es nicht. Ah! Kann man nicht. Geht's irgendwo runter? Scheiße! Okay. Jetzt gleich mal überlegen, wie wir da am besten längs kommen. Also er schießt da runter. Aber man kann da ja nur noch runter. Es gibt ja nur eine Stelle, wo wir runter können, oder? Man muss da runter. Muss ich noch einen anderen Weg geben. Ich kann mir vorstellen, dass es keinen anderen Weg gibt. Dann gehen wir hier nochmal runter. Hat er
Zombie-Tauben von oben. Wie geil ist das denn? Und nochmal Gegengift gesammelt, ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob es noch einen anderen Weg gibt irgendwie. Kann ich da nicht raus? Hier? Da kann ich runter auf jeden Fall, okay. Aber da sind ja auch die ganzen Gegner und der schießt ja sofort auf mich, das macht ja auch nicht so viel Sinn. Hier kann man auch runter. Machen wir das mal. Der stehen wir hier hinter. Ist auch nicht unbedingt die beste Position hier. Aber besser als da hinten. Er schießt immer noch uns. Da ist ein Typ. Komm mal hierher, komm zu uns. Ja. Scheiße, wer denn? Wer ist er denn? Oh nein! Was ist denn hier? Ah, Gegner. Ah, jetzt Gift. Die Fiole. Da kommen noch mehr Gegner. Oh, scheiße. Hey, wie viele Gegner sind das hier? Eieieiei. Mann. War es das? Puh. Okay, jetzt sind aber ganz anders. Wie heißt das? Die ganzen Sachen liegen noch da oben. Das ist natürlich blöd. Aber na gut. Was ist denn da in der Kiste drin überhaupt? Sieht so schön verlockend aus. Mäßigen Blut. Okay. Noch einen Edelstein gefunden. Wir gehen nochmal raus gucken. Also das war gerade eben der Typ, der war ja nicht in ohne, ne? Der war schon ein bisschen stärker. Muss man sagen. Aber ich komme ja auch nicht mehr hoch. Scheiße. Jetzt musst du diesen hier hochgehen wahrscheinlich. Das machen wir mal. Hey, waren das viele Gegner hier. Also gut, dass nicht alle auf einmal gekommen sind. Sonst wären wir, glaube ich. Das wäre jetzt nicht so gut gelaufen. Da wird noch Gegner hier sein, ne? Das weiß man natürlich nicht. Da liegt noch jemand. Gewehrspeer. Okay. Guck mal gleich mal an. Gewehrspeer. Hm. Na gut. Dann gehen wir erstmal weiter. Ach, guck mal, hier liegt noch was. Ah, ne. Der rote Mond steht tief und Bestien beherrschen die Straßen. Haben wir keine andere Wahl, als alles in Schutt und Asche zu legen? Na gut. Versenkte. Oh, cool. Das können wir uns gleich mal angucken. Oh, da hinten ist noch einer. Ausmachen. Gucken wir mal, was hier geht. Versenkte Jägergewand. Gucken wir uns in Ruhe an, wenn wir wieder hier rein. Ja dann. Hey, der hat ja so rote Augen da. Ach, das ist die Ecke, wo ich gestorben bin, ne?
schon. Oh. Ah, nein! Er schon wieder. Nein! Schnell! Nein! Nein! Das gibt's doch gar nicht! So, wir sind wieder an der gleichen Stelle. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir jetzt endlich mal da runterkommen, ohne zu sterben. Was wirklich nicht leicht ist. Wo die Ecke da nicht schlecht war, bin ich bloß, dass uns dieser Jäger natürlich auflauert da in der Ecke. Dieser blöde Typ da unten. Das heißt, wie können wir Herr werden der Lage, ohne dass wir draufgehen jedes Mal. Nein, 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 nein! Alter! Shit, da kommt er schon wieder die Jäger. Oh, das gibt's doch gar nicht. So, wir stehen nochmal hier bei dem blöden Typen, der uns einmal abschießt. Wir gehen jetzt nochmal hier die Treppen runter. Irgendwie muss es doch einen anderen Weg geben, darunter, ohne die ganze Zeit zu sterben. Ich weiß eigentlich auch nicht wie. Wir gehen mal jetzt hier nochmal rein. Hier war ja dieses große, lange Ding. Muss ich aufpassen. Die sehen ganz geil aus eigentlich, aber so, jetzt können wir hier, also hier ging es raus, hier sind wir runtergefallen, da kommt man nicht hoch. Ach, da ist ja noch eine Tür. Ach, guck mal. Gut. Hier rein. Ah. Da ist ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf. Ah! Oh! Da ist schon wieder der Typ in seiner Gatling-Gun. Geht schon auf den Sack mit seinem Schießgewehr da oben. Da können wir nichts gegen ihn ausrichten. Das ist so blöde. Gibt es hier noch irgendeinen Schutz, wo ich hin kann? Ja, also bei den Mauern kann er uns nichts. Gegengift, Gegengift. Gut. Da gibt es auch noch einen Weg da hinten. Okay, die Dinger sollten wir da hinkriegen. Blöden Viecher, ey. Blutsteinscherbe 2, super. Och, Alter. Okay, geht's aber hier mal zum Weg. Wo er uns nicht gleich abschießt die ganze Zeit. Wieder mehr Gegner drin. Da draußen läuft einer rum. Da ist eine Figur. Ach, auch noch zwei Wölfe. Super. Scheiße. Nein. Eieiei, da. Rein. Da ist das Riesenvieh, ist immer noch da. Ein von mir verballert, du Spacko. Guck mal, da ist noch was drin. Kann ich hier abschießen? Nee. Blutfärbungsedelstein, okay.
Hier hinten haben die irgendwas bewacht hier denn, die Viecher? Ja, anscheinend nicht. Oh. Ah, hier ist auch noch was. Blutviole. Gegengift. Okay, Gegengift brauchen wir anscheinend ganz gut. Oft. Wo ist, sitzt er da oben irgendwo? Ich kann es auch nicht sehen von hier. Oh, da kommt. Oh. Mann! Echt nichts machen, ne? Blöde Gatling Gun, wo kann man sich denn da verkriechen? Okay, da ist der Baum im Weg, der ist schon mal gut. Oh, ah. Oh nein! Weg hier, weg hier, weg hier! Scheiße, wie viele Gegner sind das? Alter, sind das viele Gegner. Mann, oh Mann. Also ich glaube, wir müssen echt jeden Schritt hier überwachen, dass man wirklich nicht drauf geht. Also wirklich im Ernst jetzt. Heieiei. So, aber wir können auf jeden Fall runterrennen bis hierhin. Hier kann er dich treffen beim Baum. Da ist noch ein Werwolf. Wird der noch erwischt? Da drüben liegt noch ein Item. Können wir das holen, ohne abgeschossen zu werden? Ich glaube fast nicht, ne? Was haben wir? Oh! Haben wir das erwischt? Wir sagen ja. Oh! Mann, das tut richtig weh, wenn der trifft. Was ist der denn da? Oh nein, das ist der blöde. Will ich da oben treffen von hier auf der Treppe? Ja, kann er. Okay. Blöd. Komm hier rein. Da, Aber er kommt nicht zu uns, ne? Was macht er denn da? Pinselt er so dumm rum. Er kommt, pass auf, den greifen wir jetzt an. Er kommt. Vielleicht können wir auch da hinten mal hinterherlaufen. Lassen Sie dich von dieser Seite. Mal hier mal runter. Mal hier reingehen. Gegner. Kommt er? Nee, doch nicht. Hä? Was macht er denn da? Er rennt immer auf einen zu und dann rennt er wieder weg. Ah, wir gehen mal hier rein. Ey, sag mal! Was macht er denn da, der Spacko? Also ich glaube, wir müssen ihn trotzdem töten, weil er ja wirklich... Und ich frage, wie wir ihn töten können, ohne selbst getötet zu werden. Da ist er leider. Okay. Ob wir den gekillt kriegen? Soll er nochmal herkommen? Der ist doch mal schnell. Probieren wir es nochmal. Da runter auch immer wieder weg. Die haben mir auf jeden Fall ein bisschen Aua getan. Wenn er mal wiederkommt. Oh.
den wollen wir nicht. Was macht er denn da? Eine komische Angriffstaktik, die er da hat, oder? Ich bin zu früh mit meinem Hauen. Ich muss noch ein bisschen warten. Warte mal. Jetzt kriegen wir ihn. Pass auf. Oh, wir kriegen ihn so nach und nach, ne? Das dauert zwar. Aber dann ist es der Typ von da oben, der uns vorher schon die ganze Zeit genervt hat. Ah. Fokus auch mal raus, ist nervt. Aber wenn er trifft, das nervt auch so ein bisschen. Ich kann mir noch ein bisschen weiter hier herlocken. Komm her. Ich kriege auch immer nur einmal. Er hat schon wieder Leben, kann das sein? Er kriegt auch Leben, wenn er mich trifft, glaube ich. Okay, das war nicht schlecht. Mich nicht heraus, weil da oben von oben schießt der Typ ja gleich wahrscheinlich wieder, ne? Mal gucken, da kommt. Oh, haben wir dich? Ja, du blöder Spacko. Noch ein Mark. Oh, shit. Okay. Gut. Was ist das hier? Okay. Den haben wir, aber hier hoch können wir ja trotzdem nicht, weil hier ist, glaube ich, der Schießheini, deswegen gehen wir da mal nicht hoch. Gehen wir erstmal hier unten längs. Jetzt kommt der uns auf jeden Fall nicht hinterher. Aber das ist ein harter Gegner, also wenn wir den jetzt ein paar Mal treten müssen, der ist natürlich. Oh! Alter, wo kommt der denn her? So, hier sind wir wieder. Hat ein bisschen gedauert, aber wir sind wieder da. Und wenn man guckt, ich habe jetzt gesehen, ich habe jetzt nur für dieses kleine Stück habe ich schon wieder irgendwie recht viel gefarmt. Wir gehen jetzt mal hier runter. Ich glaube hier, was passiert, wenn wir hier hochgehen? Also der Typ, dieser andere Jäger, der uns da so zu schaffen gemacht hat, da hinten in der Ecke, der taucht nicht mehr auf. Das ist wahrscheinlich so ein einmaliger Gegner. Gucken wir, was hier oben los ist. Okay, man kann hier rein. Hin. Geht's runter. Und hier? Hier gibt's noch höher. Ach, guck mal, da kommen wir bestimmt zu den Gatling-Gun-Typen. Können wir uns ja mal anschauen. Okay, der sieht aber auch nicht gerade ohne aus. Ich glaube, wir machen, bevor wir das machen, würde ich sagen, gehen wir noch ein, zwei Level hoch, bevor wir den Gegner begegnen. Ich bin immer ein Typ, der es auf Nummer sicher macht. Weil ich das irgendwie annehmer finde. Da ist ein Gegner. Da ist kein Gegner. Okay. Okay, jetzt ist es aber ein kleines Gebäude hier. Nach rechts.
ist nichts. Weiter. Okay, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ist auf jeden Fall ziemlich tief. Es kommen hier nicht zu viele Gegner. Okay, da kann man was einsammeln. Da muss man aber hier wirklich... Da müssen wir aber ordentlich gehen hier. Ne? Aber es lohnt sich bestimmt. Wissen des Verrückten. Okay, ich weiß immer noch nicht, was man damit machen kann. Ich finde besser nochmal raus. Mal runter sind auf jeden Fall ein paar Gegner. Oh nein! Das sollte nicht passieren. So, da sind wir zurück. Und wir haben unsere Sachen ja unten verloren. Das heißt, ich werde jetzt unten reingehen. Wir sind auch oben runtergefallen. Um unsere Sachen auf jeden Fall zu bekommen. Er lockt da immer sehr schnell irgendwelche Viecher an. Die wir den als erstes killen. Nein! Bisschen weggeküpfen hier. Okay, Gegengift können wir ja immer gebrauchen. Jetzt müssen wir überlegen, wo es längs geht. Gehen wir unten längs? Also es muss ja unten am Raum war das auf jeden Fall. Also unten auf dem Raum war das auf jeden Fall. Gucken wir mal. Okay. Da laufen wir weiter. Aber auch ein bisschen Power und Gift haben die auf jeden Fall auch. Nehmen wir mal. Und Gift. Oh, oh. Ein bisschen Gegengift nehmen. Heieiei, okay, es ist echt gefährlich hier. Gut, dass wir so viel Gegengift haben. Trotzdem ist es wirklich sehr gefährlich. Noch so ein Riesenkoloss. Kein Riesenkoloss, normaler. Ein Gegengift bekommen, was gut ist. Ich weiß eigentlich auch nicht, wie viele Gegner hier kommen. Unten sind auf jeden Fall noch einige zu sehen. Also das hier hinten mal einsammeln. Blutsteinscherben schon wieder. Zwei Stück. Und die da vielleicht auch hoch? Sollen noch einen hier? Wissen des Verrückten. Okay, ich weiß immer noch nicht, was man machen kann. Aber naja, wir werden es schon hinbekommen. So, gucken wir, ob hier irgendwas zu finden ist. Hier sind wir irgendwo runtergefallen. Hier muss auch irgendwo unsere Sachen liegen, ne? Ich weiß eigentlich nicht, wo wir runtergefallen sind. Liefen da oben längs und sind runtergeplumpst. Nur die Frage, wo? Hier mal einen roten Fleck sehe ich hier gar nicht. Muss doch eigentlich zu finden sein. Irgendwie blöd. Ich bin doch definitiv hier runtergeplumpst. Mist. Was ist das denn?
Wieso finde ich denn meinen Kram nicht? Das ist ein bisschen blöde. Denn ich bin mir zu 100%ig sicher, dass es hier gewesen ist, denn da oben sind wir längs balanciert. Wir suchten noch darüber zu gehen und sind dann aber runtergefallen. Oder? War das nicht hier? Das war doch hier, ne? Ja, vielleicht auch nicht. Hab ich das schon eingesammelt? Oh, ich weiß es nicht. Was ist das denn hier zum Beispiel? Ritualblut. Okay, nehmen wir mit. Da geht's weiter. Aber mehr gibt's hier wirklich nicht. Komisch, ich bin mir ziemlich sicher. Liegen da oben noch irgendwelche Sachen rum? Guck mal, da oben ist noch ein Geist, ein Toter. Das heißt, wir können da auf jeden Fall nochmal hoch. Lass mal alles abgrasen hier, was noch ist, dass wir das alles mitnehmen. Ja, von oben nochmal gucken. Ich bin zwischendurch nicht gestorben, das bin ich mir ziemlich sicher. Und da liegt noch eine Leiche. Muss mal gucken, wie wir da hinkommen, weiß ich jetzt auch noch nicht. Nur nicht runterfallen. Das wäre sehr ärgerlich. Dann müssen wir die ganzen Gegner hier normal machen. Das war schon eine kleine Arbeit. Oder da hinten sind wir noch balanciert. Oh nein! Eieieiei. Wo kommt der denn her? Der lief hier oben noch rum, du. Mensch, passt. Guck mal, jetzt mal hier. Hotbutau, ja, siehst du. Weiß ich natürlich nicht, wo der ist, mehr. Macht auch nichts. Hauptsache, wir kommen wieder runter. Da hinten ist er, den machen wir jetzt mal platt. Asi, ey. So. Gut, dann geht's hier hinten weiter. Gucken wir mal, wo es da hingeht. Reicht dann aber auch, ne? Wäre ganz gut, wenn wir irgendwo eine Lampe bekommen können, weil ich finde, der Weg ist ellenlang. Krähen. Okay. Ihr wollt also nicht sterben. Ihr müsst aber sterben. Die sind mit Krähen, ey. Da liegt noch jemand? Blutstein. Also wir finden hier aber auch eine Schere nach der anderen, ne? Nicht verkehrt, nicht verkehrt. Ich hoffe, wir finden auch mal eine Lampe. Denn dann können wir auch mal einen Break machen. Ich finde, das ist mal schon richtig weit gekommen. Dafür, wenn wir noch keine Lampe haben. Ja, ich dachte, da wäre was. Da ist nichts. Oder 6 Stück. Ach guck mal, hier geht's rein. Gut. Komm rein. Der Typ mit der Gun ist ja auch immer noch da, der Gatlin Heini. Guck mal, wo wir jetzt hinkommen überhaupt. Oh, eine Abkürzung. Okay, jetzt sind wir bei den Typen mit der Gun. Aber wir gucken hier nochmal runter. Bin ich sicher, ob da nicht irgendwas übersehen haben. Denn irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass es nur so diese... Warum gibt es denn so eine phänomenale, dumme Abkürzung? Weil hier ist ja nichts anderes. Ach, guck mal, den Weg sind wir gar nicht gegangen. Guck mal einer an. Wo geht's denn hier hin? Immer gibt es hier Werwölfe garantiert.
eine Werwölfe drin in diesem Qualm? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Da, ist er? Okay, ein paar, nur einer. Gut. Man sieht die nicht, aber die sind immer überall hier in diesem Qualm. Das nervt. Da ist irgend so ein Hund. Also ein Werwolf. Dieses Teil. Oh, das sind zwei von den Viechern. Gut, gut. Da hinten liegt jemand. Heftiger Blutcocktail. Einer ist tot. Oh. Der ist auch hinüber. Blutsteinscherbe. Blutsteinscherbe, gut, gut. Puh. Trotzdem möchte ich gerne eine Lampe haben. Bitte schenkt mir eine Lampe. Da liegt noch jemand. Eine große Tür. Ob wir die Tür aufmachen können. Blutsteinscherbe. Stimmt nicht, von der anderen Seite wieder. Klar. Wie soll es auch anders sein? Das ist immer von der anderen Seite. Immer von der anderen Seite. Trotzdem müssen wir eine Lampe finden. Irgendwo muss es eine geben. Wenn nicht da, dann wahrscheinlich diesen Weg hier. Eine Tür, kann ich auch rum? Nee. Gut. Ah, sieht auch nicht so gesund aus hier, ne? Lass mal hier längs. Schlecht. Das sind Bluttablette. Oh! Wo kommt der da auf einmal her? Eieieiei. Oh, Glück gehabt. Glück gehört wohl dazu. Hier, hier rein. Okay. Mann, Mann. Sind auch ein bisschen nervig, die Würfe, ne? Aber jetzt hat er uns hier eine Tür aufgemacht, vielleicht können wir da mal reingehen. Gegengift. Ich hab schon wieder Schritte. Ja. Na super. Na ja, klar. Blödes Viech. Ja, irgendwie. Auch nichts. Oben. Noch einer oben. Jetzt raus. Jemand? Digga, wir haben so viele von diesen Blutsteinscherben. Da können wir 50 Waffen mit reparieren, beziehungsweise verbessern. Ah, hier ist eine Tür. Die geht sogar auf, tatsächlich. Und wo sind wir hier? Ach was. Ganz am Anfang wieder. Wisst ihr, da wo man runter kann? Ah, cool. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist gut. Den können wir, wenn wir die Tür aufgemacht haben, können wir einmal nach oben laufen.
zum Startpunkt und dann haben wir doch eigentlich was Ordentliches geschafft und müssen nicht weitermachen. Perfekt. Wissen wir mal, kann man. Seht ihr, wo wir sind? Wir sind direkt am Start wieder. Perfekt für uns. Wieder runter. Dann können wir hier hinlaufen. Dann sparen wir uns diesen ganzen langen Weg. Genau. Und dann eiern wir mal zum Jägertraum. Denn dann können wir auf jeden Fall ein bisschen aufleveln. Gut, ich danke euch fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.